Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise im Land der Verbannten in Conan Exiles. Ja, und heute finden wir die lemurianische Hexenkönigin und werden die Herausforderung natürlich annehmen und bestimmt bestehen. Aber schaut doch selber rein. Ja, und bevor es losgeht, kurzer Hinweis, wenn euch die Folge gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch interessiert, wie die Reise hier auf meinem Kanal weitergeht und ihr habt es noch nicht getan, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und wo wir schon dabei sind, wenn ihr mögt, auch gerne eine Kanalmitgliedschaft. Ja, und Kommentare natürlich immer fleißig schreiben, schreiben, schreiben. Nett und höflich bleiben, aber schreiben gerne. Ja, und nach einer kurzen Shop-Werbung geht's auch gleich in das Spiel rein. Ich wünsche euch viel Spaß, während ihr hier fein Musik genießt. Schaut doch gerne mal in meinem Shop vorbei. Vielleicht ist ja was Geiles für euch dabei. Zum Beispiel hier der gute alte Hund Helge. Den kann ich nur empfehlen. Ich kaufe ihn mir demnächst noch selber. Ist einfach ein schöner Teddy hier. No, wenn ihr was zum Kuscheln braucht, gibt es in zwei Ausführungen. Einmal hier mit Verbrenne oder Geh mir aus dem Weg. Und was haben wir da noch? Hier der Rage gegen den Ash. Jo. Vielleicht wollt ihr auch einen Sticker oder zum Beispiel auch Tassen. Ne? Schau doch gerne mal rein. Wir haben auch Rucksäcke, Klamotten, Cappies. Alle dabei. Ne? Gut, hier sind Sachen manchmal nicht verfügbar, aber das meiste müsste da sein. Ja, und dann viel Spaß beim Shoppen. Also, die soll laut Wikipedia tatsächlich genau da sein. Die vergessene Stadt von Xella. Ich kann mich aber nicht an die Hexenkönigin erinnern. Ich würde sagen, wir gehen da einfach nochmal hin und machen die olle Platt. Ja, und holen uns die Maske nochmal, weil ich habe sie ja irgendwie nicht mehr, ne? Da würde ich sagen, wir fangen aber da an. Ja, brächte noch die Knochen beim Aufprall hier. Das kann sein, dass ich die... Auf welchem Hausdach? Meinst du von der Base gerade? Ach, der arme Thrall da in der Hütte ist ja gut gewärmt, Juni. Dem tut er nicht weh. Das tut ihm nicht weh, ne? Ja, ich schätze auch, den muss ich ja dann übersehen haben. Weil ich hab sie ja nicht. Ich kann mich auch nicht an diese Hexenkönigin erinnern irgendwie. Vielleicht, wenn ich sie gleich sehe. Vielleicht ist es auch einfach schon wieder zu lange her. Oh. Wir haben Besucher. So außenrum irgendwie. Ah ja, hier ging das ja lang, ne? Boom, boom. Du bist ein bisschen stärker, ne? So, und dann da lang. Richtig? Ja, richtig. Sieht gut aus. Komm, nimm den mal ran da. Ich kümmere mich um die beiden Großaffen hier. Danke. Vielleicht auch so, Terra. Ich weiß dann immer nicht, was ich für meine Spielstunden alle verhöker. So, dann ist schon so viel geworden. Oh, 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 oh. Ja, schnell raus hier. Hier gab es nichts raus. Habe ich eine Maske mit? Natürlich nicht, ne? Nö. Ach doch, da. So, dann nochmal den Rückweg machen. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ich laufe schon wieder ganz falsch. Ja, ist ja auch richtig. Ich will da hoch. Dann sind wir da und dann können wir da rumgehen.
Okay. So, und dann darum, ne? Müsste doch passen, ne? Ja, und dann da noch mal rechts um die Ecke, links um die Ecke, und dann passt es doch. Ja, und dann da hoch, ne? Ja, und dann müsste doch da irgendwo gleich die Tante sein. Rasmas Haus. Irgendwas mit Rasma war da. Guten Tag. Oh, Scheiße. Au. Mist, ich dachte, hier wäre eine Treppe, ey. Ja, alte Leute und schlechte Erinnerungen, ne? So, wo muss ich denn dann jetzt hier hin? Hier soll das doch irgendwo sein. Habe ich denn hier irgendwas übersehen? Hier war ich aber auch gar nicht, ne? Ne, hier war ich definitiv nicht. Nein. Palast der Hexenkönigin, siehst du? Hier war ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, ouch, hat wehgetan. Hat leichte Knie... Ey! Ey! Hat leichte Knieprobleme verursacht. So, dann trinke ich aber noch einen Schluck. Tatsächlich, hier war ich noch nicht. Ja, kipp es doch nicht, du. Auch wieder ein schöner Dungeon, ne? Ja, war das jetzt eine kluge Idee? Salami alaikum. Ich grüße Sie, werte Königin. Sind Sie schon zu Hause? Boah, cool, ey. Ich mag diese Kunst hier, ne? So viel Bugs wie das Spiel hat, hat es aber auch seine geilen Sachen. Oh, Scheiße! Du bist ja nicht so cool, ne? Was ist jetzt mit ihm? Der lebt ja. Ah, hier, nimm doch erstmal den hier. So, fall zusammen. Ah, ach du Scheiße. Die kämpft ja mit Lasern. Wie fies ist das denn? Oha. Und da kann ich nicht ran. Wie komme ich jetzt an die Rand? Was ist jetzt mit dem Vogel hier? Machen wir den jetzt irgendwie platt oder nicht? What I have to do now? Was muss ich jetzt machen hier? Ah, jetzt ist er lebendig. Ey Leute, ihr steht da echt bescheiden, ne? Wisst ihr, oder? So, der ist auch kaputt. So, wie komme ich jetzt an die Tante dran? Oder kommen die jetzt selber an mich ran? Erstmal habe ich deine Dagon-Helfer hier kaputt gemacht, ne? Ja, ja, das fand der Runi komisch. Ach, da ist er ja schon, die alle. Ach, die ist ja... Echt jetzt? Das ist die Maske, ne? Maske der Hexenkönigin. Jawohl, ja. That's it? Okay, die war jetzt nicht so cool, ne? Sind noch coole Kisten. Das ist jetzt meiner, ne? Ist der klar, ne? Ah, drücke E, um zu interagieren. Du hast neues Wissen, Limerische, königliche Rüstung und so weiter und so fort. Ich war wieder nicht schnell genug im Lesen. Ja. Nö, hier gibt es anscheinend keine Kisten mehr, ne? Jetzt habe ich mal ausnahmsweise ein paar Dietriche mit und dann gibt es keine Kisten. Das ist so typisch, aber wenn es wieder Kisten gibt, dann habe ich keine Dietriche mit, ne? Abwarten und Tee trinken, sagt er. Ah, die ist dann zickig. Ja, typisch Frau.
Ja, war es das oder war es das? Ich würde sagen, dann war es, ne? Oder können wir hier unten noch irgendwas reißen? Ich schätze eher nicht, oder? Ich gehe mal gucken. Ich gehe mal gucken, ob es hier noch was gibt, ne? Nicht, dass wir was Wichtiges wieder übersehen. Aber hier gibt es doch irgendwie keinen Durchgang hinter den Wasserfällen. Wie ich jetzt vielleicht vermutet hätte. Guck mal, da ist doch irgendwas, oder? Oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Nö, hier ist gar nichts, ne? Hallo? Bin ich wieder auf V gekommen hier? Ja. Netter Pool, sagt sie. Ja, aber ich habe keine Kisten gesehen, Rudi. Echt nicht. Wo sollen die denn dann da stehen? Oh, die hat... Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Egal. What the heck? Was soll der Scheiß? Aua! So, okay, jetzt haben wir ja die Maske, ne? Jetzt kann ich mal gucken, was mein toller Stab mir jetzt erzählt. Wo ist er denn? Ne, jetzt sag nicht, ich hab den stehen... Ne, da ist er. Boah, ich dachte, ich hätte ihn stehen lassen, ey. Aha. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, was er von mir will. Hab so eine Badewanne, sagt er. Mit Ruderboot. Kann sich beim Rudern einseifen. Hä? Ja, bei Hä schließe ich mich mal gerade an. Obwohl bei Rooney könnte ich mir vorstellen, dass er einen ganzen Seeform aus hat. Was ist denn da oben noch? Waren wir da schon? Ja, ne? Da waren wir doch schon, oder? Hi. Ciao. Da oben war ich doch sicher schon. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo ich hier überall war und wo nicht. Ja, ich bin auch voll unsicher gerade. Jetzt, wo ich das mit der Königin hier so übersehen habe beim letzten Mal, bin ich mir voll unsicher, wo ich hier schon überall war und wo nicht. Guten Tag, ich glaube, ich war nur wegen der Unterwasserstadt hier und wegen der Atemmaske, ne? Ja. Kleinigkeiten, sagt er, Kleinigkeiten. Ja, doch, hier war ich schon. Ja, ja. Hier war ich schon, hier oben. Ja, ja. Hier war nämlich letzte Mal auch so eine lemurianische Statue. Das Buch? Okay. Vergessen in Einrichtung. Hm. Ich schätze... Oh, geh doch da hinten hin. Oh, Junge, geh einfach irgendwo aus meinem Weg. Boah, dann... Hier, spring da runter, Junge, spring da runter. Ah, nicht zugänglich. Ja. Was sagte Torben, wie hieß die Mod noch?
Naja, die Arena-Tussi war jetzt irgendwie ein bisschen anders. Die war jetzt irgendwie nicht so easy zu machen. Die Arena-Tussi war dagegen echt scheiße. Die müssen wir auch noch mal plätten, aber dafür brauche ich echt noch ein bisschen mehr Power. Guck mal, Rumi, hier waren wir doch letzte Mal noch, ne? Wegen wo wir die Basis abgecheckt haben, ne? Waren wir ja hier noch. So, aber jetzt erklär mir doch mal einer. Der Kriegsherr in der Königsnähe. Ach, der König, der nie da ist. Ja, ja. Den König haben wir schon gemacht in der Königsnische, im Tal der Toten. Genau, den hatten wir schon. Oh, Bad Boy, du bist müde? Was ist denn da los? Das ist doch noch viel zu früh, um müde zu sein. Aber nee, dann schlaf schön. Morgen Soulmask geht aber klar, ne? Waren wir denn im Tal der Toten schon? Das wollte ich jetzt nochmal in Erfahrung. Wo ist denn der Tal der Toten? So, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt hin? Tal der Toten, Hügel der Toten. Mach mal eine Purge. Ja, genau, jetzt ohne irgendwas. Und dann machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ja, wir könnten jetzt die Purge hier noch mit reinbringen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Auch wenn diese Folge dann etwas kürzer sein wird. Aber ich würde der Purge eine eigene Folge widmen wollen, auch wenn die sehr kurz werden wird. Ja, und wenn euch heute die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch eure Kommentare da, schreibt fleißig. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Und wenn ihr mögt, auch eine Kanalmitgliedschaft, damit ihr mich unterstützt. Ich würde mich mega freuen, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.